Einmal in Gefangenschaft begann für die Sklaven, egal ob Kinder oder Erwachsene, ein langer Leidensweg. Über 1400 Jahre lang lief der Menschenhandel praktisch nach dem gleichen Schema ab. Aber während das Amerika-Geschäft in die Geschichtsbücher Einzug hielt, verloren sich die Spuren der übrigen Sklaven im Sand der Sahara. 7 Millionen Menschen mussten den Marsch durch die Wüste antreten, bewacht von Gallups, von Viehtreibern, die zwischen Sklaven und Tieren keinen Unterschied machten. Wenn die Gefangenen nach 3 Monaten die Nordküste oder das Niltal erreichten, waren sie völlig entkräftet. Einige Studien lassen vermuten, dass diese ersten Märsche innerhalb des afrikanischen Kontinents die meisten Menschenopfer gefordert haben. Nur wer eine eiserne Gesundheit hatte, schaffte es mit der Karawane bis ans Ziel. Wassermangel, Krankheiten, Erschöpfung. 20 bis 30% der Gefangenen blieben auf der Strecke. Eine Sterblichkeitsrate, die der des transatlantischen Menschenhandels sehr nahe kommt. Der Weitertransport erfolgte ebenfalls per Schiff, sei es zur arabischen Halbinsel oder nach Kairo. Noch bis ins 20. Jahrhundert hinein wurden Sklaven über das Rote Meer geschippert. Insgesamt 8 Millionen Menschen. Zusammengepfercht in Dhows, den typischen lokalen Segelbooten, die sicher nicht komfortabler waren als die berüchtigten Sklavenschiffe nach Amerika. Diese Operation endete für 70 bis 80% der Patienten tödlich. Solche Zahlen machen die Ausmaße des Massakers deutlich. Das erklärt auch den außergewöhnlich hohen Marktwert von Eunuchen. Trotz all dieser Grausamkeiten florierte der arabische Sklavenhandel bis Anfang des 20. Jahrhunderts, ohne jemals in Frage gestellt zu werden. War man früher auf Zeichnungen als Zeitdokumente angewiesen, gab es nun Fotografien. 1880 stießen Reisende aus England auf die bereits erwähnten Sklavenschiffe und hielten sie mit der Kamera fest. Sie kamen von der Insel Sansibar, vor der Küste des heutigen Tansania. Seit dem 18. Jahrhundert eine Drehscheibe des Sklavenhandels. Sansibar war als Umschlagplatz mindestens ebenso wichtig wie die senegalesische Insel Gorée. Aber das ist heute fast vergessen. Und Besucher verirren sich auch nur selten hierher. Dabei wurden hier Jahr für Jahr rund 15.000 Sklaven gefangen gehalten. Unter schlimmsten Bedingungen. Bevor man sie in arabische Staaten oder nach Brasilien deportierte. Die über 100 Jahre alten Fotos zeigen urzeitliche Zustände. Auf diesem bemerkenswerten Abzug sind Sklaven bei der Arbeit zu sehen, auf einer Gewürznelkenplantage. 1830 arbeiteten auf Sansibars Pflanzungen 100.000 Sklaven, unter ähnlichen Bedingungen wie in Nord- und Südamerika. Die Plantagenbesitzer kümmerten sich wenig um das Wohlergehen ihrer Arbeitskräfte und die Sterblichkeitsrate war ungewöhnlich hoch.
Eine winzige Gruppe von Pflanzern herrschte über ein Heer von Bediensteten, welches den Hauptteil der Produktion erledigte. Dieses System nannte man Sklavengesellschaft. Das bedeutet, die Sklaven repräsentieren zwar die zahlenmäßig größte Gesellschaftsschicht, haben aber keinerlei Einfluss auf das soziale Gefüge, obwohl die Produktion weitgehend von ihrer Arbeitskraft abhängt. Der Sultanspalast zeugt von den Reichtümern, die nur dank dieses Menschenhandels angehäuft werden konnten. Wieder drängt sich der Vergleich mit dem europäischen Sklavengeschäft und seinen Drahtziehern geradezu auf. Aber der afrikanische Sklavenmarkt hat noch eine andere Seite, die stets ignoriert wurde. Ghana im Jahr 2004. Das internationale Jahr zum Gedenken an die Sklaverei wird ausgerufen. Nach den Festreden ein Theaterstück, welches im wahrsten Sinne des Wortes eine schwarz-weiße Sichtweise vertritt. Kein Wort darüber, dass nicht nur Europäer und Araber die Bösewichte waren, sondern auch Afrikaner. Denn die Sklavengeschichte hat auch Grauzonen. Nur ist das vielen zu kompliziert. Der weltweit anerkannte Historiker Ibrahim Atiyub gehört zu den wenigen Afrikanern, die diese Seite des Sklavenhandels thematisieren. Einer der wenigen, die im transatlantischen und arabischen Geschäft auch die afrikanischen Nutznießer anprangert. Sind die Sklaven denn einfach so vom Himmel gefallen? Jemand muss sie hervorgebracht haben. Keine Macht der Welt hätte die politischen, ökonomischen und technischen Möglichkeiten gehabt, einfach zur afrikanischen Küste zu schippern, ins Innere des Kontinents vorzudringen, die Menschen in den Dörfern einzusammeln und sie außer Landes zu bringen. Doch es gab bestimmte Gesellschaftsgruppen in Afrika, afrikanische Eliten, die begriffen, welchen Nutzen sie aus diesem Exportgeschäft ziehen konnten. Sie waren die Mittelsmänner des Sklavenhandels und haben ein recht effizientes System aufgebaut. Der moralische Aspekt spielte damals keine Rolle. Erst wir in der heutigen Zeit haben diese moralischen Probleme. Die Afrikaner mussten sich nicht erst von den Europäern erklären lassen, was Sklaverei ist. Nun stellt sich die Frage, können Opfer auch Schuldige sein? Aber wir bevorzugen einfache Szenarien, bei denen klar ist, wer die Guten und wer die Bösen sind. Dabei ist die Zuordnung oft nicht ganz eindeutig. Über Jahrhunderte hinweg haben afrikanische Kriegsherren ihre Gefangenen als Sklaven an arabische und europäische Händler verkauft. Dieser Zwischenhandel ist eines der Ein Sklave, das ist der andere, der Fremde. Wer Fremde versklavt, findet dafür immer eine Entschuldigung. Das sind eben Wilde. Viele Völker betrachten ihre Nachbarn als unkultiviert. Man könnte fast sagen, Wilde ist einfach ein anderer Ausdruck für die von nebenan. Das war auch bei den alten Griechen so.
Solche Sklaven sind meist Gefangene aus den Kriegen, in die die afrikanischen Nationen ständig verstrickt sind. Im Mittelalter wurden in den großen Reichen von Ghana und Mali Zehntausende zu Sklaven gemacht. Beeindruckend ist, dass es meist Militärtrupps sind, die über Land ziehen und vor allem Frauen und Kinder gefangen nehmen. Die Männer werden manchmal einfach umgebracht. Das ist von Gesellschaft zu Gesellschaft verschieden. Auch Entführungen sind häufig. Dadurch entsteht natürlich eine große Unsicherheit. Man muss sich nicht nur in Kriegszeiten in Acht nehmen, sondern es kann jederzeit vorkommen, dass die Ehefrau, der Sohn, die Tochter bei einem Spaziergang überfallen und verschleppt werden. Aus Nambassa wurde verschiedentlich berichtet, dass Hirten entführt und andernorts dann verkauft wurden. Da wird der Mensch plötzlich zur Ware. Man sieht einen Hirtenjungen und denkt nicht, was für ein hübsches Kind, sondern der könnte mir einiges einbringen. Ein perverser Gedanke. Und deshalb ist die Sklaverei auch ein die Gesellschaft zersetzendes Element. Man beginnt, Menschen nach ihrem Marktwert zu beurteilen. Menschliche Beziehungen werden unwichtig. Manchmal verkaufen Dorfchefs Kinder oder auch Erwachsene, um Schulden abzuzahlen. Seit Urzeiten zieht sich die Sklaverei wie ein roter Faden durch Afrikas Geschichte. Menschenhandel im Verborgenen, ohne Zeugen, ohne Anklage. Die Ankunft der Europäer im 15. Jahrhundert markiert einen Wendepunkt. Die Nachfrage explodiert. Nicht nur der interne Bedarf muss gedeckt werden, auch die weißen Herren wollen schwarze Sklaven. Der transatlantische Sklavenhandel hat ab dem 15. Jahrhundert zu einem Ausbruch unglaublicher Gewalt in den afrikanischen Gesellschaften geführt. Königreiche erleben eine Blütezeit, die sie ausschließlich dem Sklavengeschäft verdanken und führen endlose Kriege, um den Nachschub zu sichern. Im 19. Jahrhundert erreicht der interafrikanische Sklavenhandel seinen Höhepunkt. Das System kollabiert. Manche Gesellschaften bestehen aus ebenso vielen Sklaven wie freien Menschen. Ob Araber oder Europäer, die ganze Welt war am Geschäft mit den schwarzen Sklaven beteiligt. Und lange hat niemand das Gesetz des Stärkeren in Frage gestellt. Aber dann erweist sich die westliche Welt als Hemmschuh für die Barbarei. Europa tritt in das Zeitalter der Aufklärung. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit heißt die neue Losung. Im 19. Jahrhundert wird die Sklaverei in Europa abgeschafft. Auch die Sklaven auf den französischen Antillen erlangen ihre Freiheit. Nun verurteilt die Öffentlichkeit jene Praktiken, welche sie so lange akzeptiert hatte. Und ist entsetzt über die Grausamkeiten des transatlantischen wie auch afrikanischen Sklavenhandels. In den Zeitungen erscheinen plastische Illustrationen und Schilderungen. Petitionen werden unterzeichnet. Der Kampf gegen die Sklaverei wird als Argument für die Kolonialisierung angeführt. Auf Sansibar unterbinden die Engländer den Verkehr der Sklavenschiffe und verleiben die Insel dem britischen Kolonialreich ein. Im Maghreb und in Westafrika schenken Franzosen den Sklaven die Freiheit und übernehmen gleichzeitig das Kommando. Die Abschaffung der Sklaverei wird den Afrikanern und Arabern also aufgezwungen. Und das hat Folgen.